Hallo, ich bin Ofe von T&T Tesla. Ich bin hier im sonnigen Phoenix, obwohl heute ist gar nicht so Sonne, mit Rolf, meinem Freund, der ein Model 3 hat. Wir wollen euch heute mal zeigen, was das Model 3 alles kann, macht und tut. Fakten, Fakten, Fakten. Und du, Rolf, bist von Tesla Owners US. Und wir wollen durch das ganze Auto durchgehen und mal richtig auf Herz und Nieren überprüfen. Und ihr seid dabei. Rolf, das ist wirklich ein schönes Auto, muss ich sagen. Wir haben ja eben ein paar Fahrszenen gedreht. Wie ist der Verbrauch? Also, wie ich gefahren bin, 173 Watt, Kilowatt, Wattstunden pro Kilometer. Ja. Tesla gibt an, der Durchschnitt bei Tesla ist 160. Ja. Also, ich habe ein bisschen mehr auf die Tube gedrückt. Und wenn du die 160 ausrechnest mit den 500 Kilometern, dann kommst du auf eine 80 Kilowattstunden Batterie. Okay, wir haben also die Vermutung und die Berechnung, dass wir eine 80 Kilowattstunden Batterie unter unserem Hintern haben, hier unten im Fahrzeugboden. Es sind die aktuellen 2170 Zellen, Batteriezellen, die sind 21 mm dick und 7 cm hoch, davon mehrere tausend. Und ja, tatsächlich, das Long Range Modell scheint 80 Kilowattstunden haben. Was vermutest du bei dem Low Range Modell? Ausgerechnet auch, wie sie mit Meilen oder Kilometer angeben, das kommt so auf 60 Kilowatt. Okay, also wird der kleine Akku wahrscheinlich 60 Kilowattstunden haben. Rolf, was hast du für das Auto bezahlt? 51.000 ohne Steuer, und dann kommt noch Steuern dazu, sind so ungefähr 55.000. Das richtet sich nach Start. Ja, immer. Also 55.000 US-Dollar in Arizona brutto. Das ist dein Preis. Du hast hier das Long-Range-Modell und hast das Ausstattungspaket Premium. Ja. Was ist im Premium-Modell enthalten? Da ist eine Stereoanlage, also Soundsystem. Soundsystem, Entertainment, Streaming von Musik. Okay, wir können streamen. Ja. Hat ja dann NDR 2 eingeschaltet. das Vegan Leather Package, was eigentlich sehr gut ist, und die Ausstattung von Alcantara an den Seiten und so ein bisschen. Okay, also ein schönes Soundsystem, veganes Leder, du hast das Long Range Paket, das war's eigentlich, Premium Paket. Und ich glaube auch, das Glasdach hier oben, das gehört auch noch dazu. Serie? Ja, es gibt nur ein Glasdach, wird nichts anderes geben. Leider nur ein Glasdach. Das haben schon einige von euch gefragt, ob auch das Metalldach kommen wird. Nein, so wie es aussieht, nicht. Ja, das waren erstmal die ersten technischen Daten. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Kamerarundgang durch das Auto. Was hältst du davon? Ja. Alles klar. Also, dann sehen wir uns gleich wieder bei der weiteren Besprechung der Fahrzeugdaten. To admit, I already do.
Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. Thomas von Tesla Moore. Man kann hier drin schlafen. Im Bett mit Thomas. Das ist die Serie, die ihr auf Tesla Moore sehen könnt. Und ja, tatsächlich, ich kann meinen Astralkörper hier locker und lang reinlegen. Ich komme hier auch mal raus. Ich bin vorhin über die Seite eingestiegen. Oh Gott, Hilfe! Ja, so ist das, wenn man ein bisschen schwerfälliger ist. Aber ihr seht, man kann drin schlafen.
dir das mal an. Wir haben ja mal kurz das aufgedeckt und dann sehen wir, dass die Lackierung an den Schlussfängern oder an dem Rathaus innen. Rathaus innen nicht gemacht worden ist. Hier ist die 12-Volt-Batterie. Genau. Hier ist die Bremsflüssigkeit. Hier siehst du die Scheibenwaschflüssigkeit. Und da unten geht es dann so ein bisschen in die Technik rein. Und da kann ich der das ABS-Steuergerät sehen. Ja. High Voltage Disconnect, ne? Das ist der High Voltage Disconnect hier. Ja. Da muss die Feuerwehr durchschneiden. Und zwar genau, wenn wir das mal rausholen, genau hier. Genau. So sieht's aus. Wenn sie keinen Gefunkt kriegen. Genau, was waren die letzten Worte des Elektrikers? Was ist denn das für ein Kabel? So, dann gebe ich dir einmal das. Einmal das. Das tut mir leid, dass ich dein Auto jetzt zerlegen muss. Oh Gott, oh Gott. Aber das interessiert mich wirklich brennend, was hier hinter passiert. Und da fangen wir nochmal einfach an und schrauben den Stuhl hier auseinander. Wurscht? Was meinst du? Hier sind nochmal Klipse. Guck mal, den kannst du rausnehmen. Da ist übrigens dein Lufteinlass drauf. Eins. Zwei. Auto geht auf und zu, oder? Das drei. Mein Telefon ist da, mein Telefon ist auf Halbdistanz. Aha. Alle gleich lang. Das heißt, wir können gar nichts falsch machen. So. Vorne auch noch, genau. Ist mit drauf? Ja, ich glaube, ja. Guck mal eben. Ist mit drauf. Der Alarm gleich los wegen Sabotage. Alle gleich lang, das ist schon mal gut. Hier ist Feuchtigkeit drin, kannst du sehen. Ich bin in der Nahe so nah, das geht raus. Das geht raus, sagst du. So, eins, zwei, 3, 4. So, haben wir hier noch. Da wird es geklipst sein. Das ist geklipst. Das ist auch geklipst. Das Ganze ringsrum wahrscheinlich geklipst. Warte mal. Den nehmen wir einmal ab. Ja. Das wird überall geklipst sein, ja. 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 Haben wir ihn gleich. So. Wow, Baby! Here we go. Ich denke mal, das hier ist ein seltener Anblick. Ein Model 3 mit ausgeräumten Frank. Fangen wir mal an. Hier vorne Haubenöffner. Hier ist ein großer Kühler mit zwei Lüftern, die dahinter sitzen. Hier unten seht ihr die Lenkung. Das ist die Lenkung, Servolenkung, elektrisch. Hier ist die Klimaanlage. Hier ist die Kühlflüssigkeit. Hier sind Wärmepumpen. Hier oben seht ihr auch noch einen Teil der Wärmepumpe. Hier ist der Behälter für die Kühlflüssigkeit, für den Akku, Batterie. Hier unten seht ihr das ABS-Steuergerät. Dann haben wir hier vorne nochmal Haubenöffner. Ist ein bisschen über Kopf jetzt für euch, oder? Aber wundert euch nicht, ich bin hier auch über Kopf. Schon Kopfschmerzen, was das soll. Hier ist wahrscheinlich so ein Feuerschutz. So, wenn wir da reingehen, sehen wir noch ein bisschen mehr von der Verarbeitung. Hier unten sieht der Querlenker. Da ist der Batteriesticker. Hier ist noch ordentlich Platz. Was, Wolf? Ja, das kommt, der Frontantrieb kommt da rein. Ah, ja, der genau. Frontmotor. Da kommt der Frontmotor rein. Ja, das ist mal der Frank. Also nicht der Frank, den wir meinen, sondern der Frank, der vordere Kofferraum. Ist ein cooles Ding, ne, Rolf? Ja, super. Ganz normal zusammengebaut, wie bei anderen Fahrzeugen auch. Okay, nun bauen wir wieder zusammen. Fangen wir an mit der Wanne von... Nicht mit meiner Wanne, sondern die vom Auto. Oh, vorsichtig. No, I'm not a writer. Okay.
schön über Kreuzarbeiten. Das ist immer herrlich, wenn Profis zusammenarbeiten. Jeder will schneller sein als der andere, ne? Obwohl das wahrscheinlich eh alles ohne Ton war. Hier hinten haben wir gefunden, da ist der Subwoofer vom Soundsystem, verdeckt eingebaut, hier auch isoliert an der Seite, da könnt ihr auch noch mal reingucken nach unten. So, Aluminium alles, was wir bisher getestet haben, auch hier unten der Rahmen. Mit Magneten. Ja. Cool, ne? Sind wir schön weit reingekommen im Auto. Ja. So geht das Auto auf. Man hält die Karte davor. Ihr seht, Spiegel gehen auf. Und jetzt setzt Rolf sich rein. Daumen drauf und auf. So, und dann einmal den Sitz verstellen. Lass die Tür mal komplett offen. Genau. Stell mal so ein, wie du komfortabel fahren sitzt und setz dich bitte rein. So, jetzt setze ich mich mal hinten rein. Übrigens, Rolf ist 1,85, ich bin 1,90. Rolf wiegt 70 Kilo und ich 75. Ich wiege ein bisschen mehr. So, voilà. Vollkommen ausreichend. Ja. Machen wir nochmal andersrum? Genau. Okay. Jetzt setze ich oben rein. Und dann mach da einfach auf deine Einstellung. Ja, genau so. Das ist die Einstellung, die wir schon mal gespeichert hatten. Das ist meine Einstellung. So, so sitze ich gut. Und jetzt gucken wir mal, wie du hinten sitzt. Genau. Dann setze ich mich hier rein. So, gerade hier, wie ich hier einsteige. Das wird dann schon ein bisschen enger, ne? Ja. Aber guck mal, dass die Knie stoßen nicht dagegen. Also, das ist jetzt meine Sitzbestellung. Unten kann man die Füße wahrscheinlich nicht unterstellen. Ich werde jetzt mal den Sitz verstellen. In deine Einstellung. Mhm. Ja, dann hast du mehr Platz. Ja. Ja, dann hast du genau. Das ist richtig gemütlich. Alles klar. Damit könnt ihr das sehen. Also wenn zwei große Brocken drin sitzen, so wenn Rolf vorne sitzt, geht es gut. Wenn ich vorne sitze, ist es vielleicht ein bisschen eng für große Leute. Ne, obwohl es geht. Dann hier hinten habe ich immer noch so drei Finger zum Dachabstand. Moment. Das ist eine gute Sache. Wenn man guckst, der den Dachabstand hier, ja. Immer noch so drei Finger oben drauf. Ne? Genau. So ungefähr. Okay. So, einige von euch haben gefragt, wie hoch die Sitzhöhe hinten ist. Es sind 53 cm. So, vorne genau das gleiche. Wir haben vorne 53. Wir haben den Sitz jetzt ganz runtergefahren elektrisch und hinten haben wir ein bisschen weniger. Sind wir so 3 cm, 4 cm oder so ähnlich weniger. Also auf jeden Fall Platz auch für den großen. Für den großen Herrn. Jetzt messen wir einmal die Länge. Hallo Rolf. Hallo. Die Länge vom Fahrersitz mit der Einstellung von Rolf bis hier hinten an die Wand sind 1,96 Meter. Oh. Wir haben jetzt mal nach vorne gefahren und die Lehne auch gerade gestellt. Wir fahren den noch weiter nach vorne. So, das ist das Maximum. Das ist das Maximum. Genau. Ja. Misst du mal einmal? Das ist jetzt Maximum. So. Das ist Maximum. Wir haben hier tatsächlich sage und schreibe 2 Meter, na, 14. 2 Meter 14. Das ist eine Menge. So, wir sehen hier, die schmalste Breite im Fahrzeug ist 94 cm. Hallo Rolf. Hallo. So, und dann gehen wir mal zu dir darüber. Ja. Gucken wir da, genau da. In dem Bereich hier. Ja, genau. Das wird ein bisschen weiter. Da haben wir unter deiner Hand 1,10 Meter. Und weil ihr es ja alle genau wissen wollt, von Türpappe zu Türpappe sind, kannst du sehen, Rolf? 1,45? Nee, kann ich jetzt nicht sehen. Ja, sind ungefähr 1,45. Ja? Ja.
ja, stimmt. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja das Problem, dass viele von euch sagen, oh, man kommt hinten nicht raus und Tesla hat da einen Fehler gemacht. Ja, hat es auch. Aber wenn man jetzt hinten sitzt und raus möchte, Strom fällt aus, was macht man dann, Rolf? Okay, hier Emergency, hier anfassen, umklappen und durch den Kofferraum rausklettern. Und hier so eine kleine Emergency-Lash. Und den Knopf eindrücken, hochnehmen. Ja, die ist nicht elektrisch, sondern die... Nicht elektrisch, mechanisch. Die geht mechanisch. Also man kommt raus im Notfall, wenn im Kofferraum nichts ist. Okay. So, das technische Datenblatt von Tesla sagt, dass die Breite mit eingeklappten Spiegeln 1,96 ist. Das stimmt auch. Und mit ausgeklappten Spiegeln 2,10 Meter. Das stimmt auch. Ja, nachgemessen. Also nachgemessen und das Datenblatt stimmt. Ne? Mhm. Dann werden dort auch die Länge und die Breite stimmen. Das werden wir nämlich jetzt nicht mehr nachmessen. Ja, Rolf, jetzt haben wir ja wirklich eine Menge kennengelernt von deinem Auto. Ne? Also das Sensationellste war wirklich das Zerlegen des Franks. Ja. Das fanden wir auch. Ja, wir haben natürlich auch beim Zerlegen des Franks ein paar Verarbeitungsmerkmale, Mängel festgestellt. Aber ich weiß von anderen Fahrzeugen, wie ihr wisst, bin ich Sachverständiger, dass die auch nicht viel anders verbaut sind. Hier drinnen fallen uns schon ein paar mehr Sachen aus. Auf, Rolf, zeig mal bitte am Dachhimmel, was dir aufgefallen ist. So, das ist mir aufgefallen, zwar hier in der Ecke, wenn du siehst, da ist ein kleiner Gap drin, ne? Also hier, so eine Lücke. Auf der anderen Seite ist das nicht, wenn du auf die andere Seite rüber gehst. Also da müssen wir noch mal ein bisschen was anmachen hier. Andrücken. Genau. Ja? So, dann haben wir hier gesehen, also was sehr schön ist bei dem Model 3, sind die Sonnenblenden. Das sind richtige Sonnenblenden. Also das finde ich wirklich super. Wir haben hier sogar eine Beleuchtung drin, da kann man sehen, wie gut ich aussehe. Oh, Moment, guck mal, ich muss mich mal wieder rasieren. So, also das ist wirklich toll, das hat das Model S nicht. Wir haben hier oben den Warnblinker, könnt ihr sehen. Und passt auf die Kamera. Hier ist eine Kamera. Da ist eine kleine Kamera, genau. Ja. Dort werden die Insassen gefilmt. Und das hier fällt natürlich ganz schnell auf. Ja. Ist das hier? Da können Sie eine kleine Wölbung drin. Genau, da kann man sehen, dass es nicht richtig passgenau ist. Drück mal einfach gegen. Ich drück mal hier gegen. Das müsste eigentlich so sein. Ja. Ja. Hier auch, hier drüben ist noch schlimmer. Hier ist eine richtige Delle drin. Ne? Hier, könnt ihr das sehen? Also das ist sogar von außen zu sehen. Ansonsten ist das hier drin wirklich sauber verarbeitet, muss ich sagen. Wenn man hier das Armaturenbrett sich anguckt, können wir noch mal einmal lang gehen. Könnt ihr das sehen? Da vorne sind die Boxen der Soundanlage. Hier ist das komplette Lüftungssystem. Und hier haben wir was, wo gern Rolf noch mal was drüber sagen wollte. Und zwar ist es die Bahnschwelle. Ach, unsere Eisenbahnschwelle, die direkt mitten im Auto drin ist. Ja, wir fragen uns, was soll das? Was soll das? Das passt ja eigentlich gar nicht rein. Hier ist schönes Alcantara. Kunstleder oder Leder, Vinyl oder klassisches Piano. Ja. Und passt alles gut. Ich könnte mir klassisch Piano drauf vorstellen. Aber was ich eigentlich machen möchte, ist, dass im passend zum Auto mit dem Alcantara auch hier Alcantara drauf machen. Ja. Und das sieht dann edel aus. Also das wirst du machen bestimmt demnächst und da bin ich echt gespannt. Du hast dich für Alcantara entschieden, wir haben uns dann darüber unterhalten, ich würde das Hochglanz machen, so wie hier in der Mittelkonsole. Aber du möchtest Alcantara, finde ich auch gut, finde ich beides gut. Das werden wir beides mal sehen, was wir da machen. Ich sag dir mal warum. Weil Hochglanz ist auch in Ordnung, wenn du so ein Wetter hast wie heute. Aber in Arizona gibt es immer die Sonne, die schlägt drauf und dann spiegelt sich die Sonne hier drauf. Ja, okay, das ist ein gutes Argument. Verstehst du? Und wenn du hier den Alcantara drauf hast, kann sich hier die Sonne nicht drauf spiegeln. In Arizona sind 290 Sonnentage und dann möchtest du es lieber matt haben. 290 Sonnentage. Nicht so wie in Hamburg. Ja, wir haben 92 Stunden Sonntag. Naja, egal, Schnick und Schnack. Aber hast du recht, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir auch nicht gefällt. Ansonsten, wirklich, ist das Auto gut verarbeitet. Ja. Die haben ja hier einiges erzählt, auch hier, wenn man an deinem Kopf vorbei mal an die B-Säule geht, da soll irgendwas sein, was nicht stimmt. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Oder siehst du was nicht stimmt? Nee, das ist in Ordnung. Ja. Das sehe ich auch so. Auch hinten an der C-Säule. Alles ist gut. Das ist ein ganz normales, verarbeitetes Fahrzeug, wie es in der Preisklasse üblich ist. Das Auto kostet ja nun mal nicht mehr eben 120.000 wie ein Model S.
genau, sondern 35.000. Hier mit der Lederausstattung und dem Premium-Paket eben 51.000. Das ist absolut okay. Und von wegen, das Auto ist verarbeitet wie ein Kia aus den 90ern, völliger Bullshit, oder? Ja. Also ganz im Ernst. Nicht. Das ich bin stimmt. wirklich kritisch, aber das ist es nicht. Ich habe die Kias aus den 90er Jahren noch gehandelt und die Hyundais und wie sie alle waren, die waren wesentlich schlechter zusammengedengelt. Und ein Dacia ist nicht so verkehrt. Wenn man den Dacia, als den kennst du wahrscheinlich gar nicht, als Referenzfahrzeug nimmt, die sind auch nicht verkehrt. Also immer alles schlecht machen bei Tesla funktioniert nicht. Das ist hier wirklich okay, oder? Ja, kann man schon sagen. Obwohl ich mag natürlich lieber dunkle Headliner oder dunkler Himmel. Ja, die Tapete hier, das ist vom Material nicht das Schönste. Ja. Aber da wird es vielleicht irgendwann was anderes geben. Wie beim Model S damals auch. Sie sagt jetzt eine Strumpfhose. Übrigens, aussteigen tut man hier über diesen elektrischen Knopf. Oder, wenn Stromausfall ist, man sich überschlagen hat oder sonst irgendwas, zieht man diesen hier hoch. Könnt ihr das sehen? Ja. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wie das hinten zu lösen ist, haben wir eben gezeigt. Da kommt man auch raus, dann eben über den Kofferraum. Und ich denke, da wird es noch eine Lösung geben. So, wir gehen mal ein bisschen auf den Bildschirm ein. Hier einmal ganz toll zu sehen. Die Rückfahrkamera ist auch ein Fischauge, wie die Kamera, die ich meistens benutze. Ist eigentlich sehr scharf und alles gut zu sehen. Hier können wir sehen, wie weit der Akkustand ist, wie weit wir noch kommen. Wir können hier auch das Limit setten, wie beim Model S und X auch. Wir können auch zum Beispiel das Auto komplett resetten, indem wir die beiden Tasten am Armaturenbrett drücken. Hier ist die Möglichkeit, die Wischereinstellung zu machen auf Auto oder, wenn man das ausschaltet, auf Slow oder Fast. So, dann haben wir hier Since Last Charge. Achso, wir haben jetzt resettet. Ach, das ist ja schade. Obwohl, nee, hier ist noch alles da. Hier kann man sehen, 909 Meilen, 278 Wattstunden pro Meile, Trip B. Das seit dem letzten Laden. Also auch eigentlich wie beim allen hier, die Gesamtlaufleistung. Wenn wir hier rüber gehen, kann man sehen, wenn man zum Beispiel die Tür aufmacht. Oder den Kofferraum oder den Frank. Alles ist zu sehen. Hier können wir jetzt den Frank öffnen. Hier können wir den Kofferraum öffnen. Hier können wir die Klappe öffnen für die Ladestecker. So, dann können wir hier gehen, hier unten auf das Auto. Quick Controls, Exterior Light, Off Parking Auto, also normales Licht außen. Dann haben wir vorne Nebelscheinwerfer. Hier können wir die Spiegel verstellen. Gehst du mal einmal, das wird über die Tastaturen gemacht. Mirror links, Tilt heißt anklappen. Auto Fold heißt, dass wenn die sich automatisch anklappen, wenn man das Auto verlässt. Und man kann hier das Steering Wheel auch über diesen beiden Tasten ran und raus scrollen. Das ist eigentlich ganz selbsterklärend. Fold, wenn ich Fold drücke, klappen die Spiegel an. Jetzt mache ich wieder Unfold. Window Lock ist für hinten, damit die Kinder nicht rumspielen. Display Brightness ist wahrscheinlich auf Automatik. Dann gehen wir hier auf Locks. Das sind die Einstellungen Walk-Up Unlock, Walk-Away Lock, Child Protection Lock, Unlock on Park. Das ist ähnlich wie beim deutschen Fahrzeug. Display Mode auf Auto, Brightness auf Auto. Screen Clean Mode gibt es auch, wenn man den drückt, wird der dunkel und man kann den putzen. Und wenn man 3 Sekunden drauf gedrückt hat, ist er wieder da. Hier kann man einstellen die Einheiten und das Format und von Kilometer auf Miles und von Temperatur auf Fahrenheit auf Celsius. Wenn man auf Driving geht, gibt es die Lenkungseinstellung, Komfort, Standard und Sport. Hier kann man die Rekuperation einstellen auf Standard oder Low, also auf starke Rekuperation oder auf schwache Rekuperation. Das ist Creep, weißt du, wenn er so mitfährt, wie beim Automatikgetriebe, dass er so ganz langsam sich bewegt. Ach so, dass er an der Ampel vorwärts rollt, wenn genau. du von der Bremse gehst. Genau. Ja, wir haben es auf Hold gestellt, also dass er steht, dass er sich nicht vorwärts bewegt. Mhm. So, Speed Limit Warning kann man hier einstellen. Autopilot. Ja, das ist die Autopilot-Einstellung. Ja. Da kann man einstellen, wie viel man zu schnell fahren will. Damit man nicht geblitzt. Oh, guck mal, hier geht es viel weiter als in Deutschland. Bis 20 sogar. 20 Meilen drüber. Wir haben nur bis 10 km/h in Deutschland. Relative Speed, Absolute Speed, Forward Kollisionswarnung, das ist der Auffahrwarner. Aha. Medium, früh, spät oder ganz aus. Dann haben wir hier einen Spurhalteassistent, Automatic Emergency Braking.
Das heißt, wenn du das Auto auf Stopp machst, geht das sofort die Handbremse an. Das geht aber nur bis 50 Meilen. Wenn du über 50 Meilen fährst, dann macht er das nicht mehr. Ah, okay. Das haben sie mir mitgeteilt. Steht in der Nachricht drin. Parking Brake, Vehicle Power komplett off. Mhm. Service, Wiper Service, wenn man den einstellt, kommen die Wäscher hoch und können dann besser gewechselt werden. Kannst du einmal kurz hoch, dann kann man das sehen. Ja, könnt ihr das sehen? Mhm. So, jetzt habe ich sie wieder runtergefahren. Adjust Headlights. Ah, man kann sie also einstellen. Man kann die Höhe der Scheinwerfer einstellen. Das ist die Scheinwerferhöheneinstellung, die auch für Europa wichtig ist, wenn man hinten was beladen hat, mit mehreren Personen fährt, dass die Scheinwerfer, wenn sie vorne hochgehen, nicht, dass die Menschen blenden, die uns entgegenkommen. Ich schwenke mal zum Lenkrad, wo das gemacht wird. Oder? Ja, das ist immer hier. In die beiden. Da kann man das einstellen. Mhm. Hier steht übrigens Towing. Ne? Also Towing heißt ja eigentlich, Model 3 cannot, okay, Towing, abgeschleppt werden. Can only be transported on the truck. Also man kann es nicht abschleppen, es muss auf einem LKW transportiert werden. Ja, im Flatbed, also flach. Ja, genau. Mhm. Okay, das könnt ihr euch ja lesen, wenn ihr der auf Stopp macht, könnt ihr euch das alles mal in Ruhe durchlesen. Auf eurem Bildschirm. Glovebox geht übrigens hier auf. Wir haben keinerlei Knöpfe mehr, außer den einen für den Warnblinker. Hier sind zwei Anleitungen dabei für das Auto. Ach, der Knopf für den Warnblinker ist übrigens Gesetz hier in den USA. Ah, okay. Du musst einen physikalischen Knopf haben dafür. Ja, bei uns wahrscheinlich auch, ich denke schon. So, hier haben wir, das war dann die Einstellung des Fahrzeugs. Hier haben wir die heizbare Frontscheibe. Ja, die geht natürlich jetzt bei der Hitze total auf Low. Wie mache ich das jetzt aus? Wie war das noch? Warte, da ist der Knopf. So, hier haben wir die heizbare Heckscheibe. Hier ist die Sitzheizung in 3 Stufen einstellbar. Wenn wir hier wieder drauf gehen, könnt ihr sehen, wir haben hier die Möglichkeit... Ups, ich habe es einmal falsch geschaltet. Ich gehe mal raus, damit die Lüftung nicht so laut ist, etwas runter. Wir haben hier nach oben zur Frontscheibe, dann hier nach vorne zu den Passagieren. Hier ist die Umlufttaste. Hier wird die Luft nach unten zu den Füßen geführt. Und das ist für hinten. Wir können hinten einstellen und aufstellen, dass hinten auch gekühlt oder gewärmt wird. Hier ist natürlich klar, kann man die Lüftungsgeschwindigkeit einstellen. Und dann hier, und das ist ganz toll, wenn man Passenger oder Driver, also Fahrer und Beifahrer Einstellung machen will, kann man hier ganz easy einstellen, wo die Luft hingehen soll. Das ist wirklich super, das haben wir ausprobiert. Und wir können das so machen, ne? In einer dosierten oder zentralisierten Lüftungsstufe. Oder wenn wir da rausgehen, können wir doch tatsächlich das auch nach außen und nach innen leiten, die Luft. Das ist wirklich eine super Sache, oder Rolf? Ja, ja. Also da haben wir schon gemacht. Ja. Und alles kommt aus diesen Schlitzen, wenn du es einmal zeigst. Alles wird hier aus diesen Schlitzen gefügt. Hier unten ist einer, der und der. Der geht nach oben, der kommt zu uns. Und so wird das alles so eingestellt, dass die Scheibe frei wird, dass wir belüftet werden. Das ist eine super Sache und funktioniert einwandfrei. Das ist nochmal das Soundsystem. Also das Soundsystem ist sensationell. Ich möchte noch mal auf die Navigation eingehen. Und zwar, Rolf, kannst du mal einmal kurz übernehmen? Ja. Ja. So, wir haben ja hier die Möglichkeit, einmal auf Satellit zu gehen. Dann gehen wir auf ganz normal eine Einstellung für Karte. Hier kann man einstellen, in welche Richtung die Karte funktioniert. Man kann es selber auch drehen, wie man es möchte. Hier kann man eingeben, ob Traffic da ist oder nicht. Wo es rot ist zum Beispiel, ist gerade ein bisschen Stau. Und wo nichts ist, ist ganz normal. Hier können wir dann auch sehen, wo sind die Supercharger, wo sind die Destination Charger. Hier rechts auch zu sehen, kann man hin navigieren, ist wie beim Model S. Trotz allem kann man immer noch alles einstellen. Wenn zum Beispiel mehr als 10 Minuten Wartezeit ist, macht er Rerouting. Das heißt, er macht er berechnet eine neue Umgehung. Ja. Umgehung, genau, richtig. So, dann haben wir hier noch vergessen bei den Controls. Man kann hier oben immer noch andere Sachen einstellen, zum Beispiel Steering Wheel Lights oder Headlights after Exit, sozusagen Coming Home. Man macht das Auto aus und zu und er leuchtet noch mal ein paar Minuten, damit man den Weg zur Garage findet oder zur Wohnung. Dann haben wir hier Locks, das sind wir nochmal eingegangen. Hier gibt es auch noch Einstellungen, Auto Brightness. Hier können wir einstellen, 24-Stunden-Format,
Dann das hier oben, wenn ich darauf gehe, könnt ihr hier sehen, 85% gehe ich auf Distance, habe ich die Meilen. Beim Driving habe ich das nicht, beim Autopiloten habe ich das auch nicht. Hier sind nochmal Einstellungen, Park Assist Gyms, das heißt, wenn ich irgendwo hinfahre, ich habe vorne hinten Parksensoren, die machen dann Geräusche. Security Alarm, das heißt, wenn hier eingebrochen wird, geht hier die Hupe los und das Auto fängt Alarm zu machen. Allow Mobile Access, das ist ganz wichtig, damit das Handy auch benutzt werden kann, um hier die Fahrzeugkontrolle zu haben, wegen Vorheizung, Vorklimatisierung und so weiter. Das hatten wir schon, Glovebox hatten wir schon. Dann nochmal eine Geschichte, die wirklich super ist. Das ist das Radio. Wenn wir hier unten die Taste drücken, kommt hier ein kleines Pop-up-Fenster, was wir dann allerdings auch noch aufmachen können. Hier kann man Radio hören, streamen kann man auch. Hier haben wir jetzt 80er Jahre gehört, das ist uns hier so angeboten. You have a Slacker Account, was das ist, weiß ich nicht. Da kann man das ist ein Streaming Service, ne? Ein Streaming Service, wie ja. Spotify. Ja. Aha, das haben viele gefragt. TuneIn haben wir auch, wir haben hier Radio Hamburg NDR 2 gehört. Da kann man das Phone einstellen. Hier kann man den Equalizer einstellen, wie das Sound laufen soll. Super geile Soundanlage. Und hier ist natürlich auch das Radio, wo man dann auch, wenn man einen Sender gefunden hat, den hier mit einem kleinen Herzen angeben kann und schon ist er in den Lieblingssendern. Auch hier mit diesen anderen, wenn wir jetzt hier aufs Radio Hamburg gehen, gehen wir nochmal hoch. Den können wir auch als Favorit angeben oder nicht. Ja, das finde ich eine super Sache. Ja, das andere ist Telefon, laut und leise kann ich auch über die Displays des Lenkrads machen, über die beiden Scrollräder kann ich laut und leise machen. Also alles soweit ganz gut. Ja, das wäre nochmal die Erklärung. Hier oben kann ich meinen Coming Home Link einstellen. Hier geht dann unten ein Keyboard auf, wo die Zahlen rechts sind und die Buchstaben links. Das hier ist Bluetooth, da kann ich Bluetooth einstellen. Auch ganz normal, LTE, wenn ich da drauf gehe, kann ich nichts verändern. Hier, das hatten wir vorhin schon. Hier oben sind nochmal die Driver-Settings. Hier kann ich unendlich viele Driver-Settings einstellen mit Namen und so weiter, die Einstellung verändern. Das war's, glaube ich. Mehr kriegen wir hier nicht raus, ne? Ja, ich glaube, das war's dann schon. Danke. Also mit der Lüftung hatten wir wirklich auf unserer Überführungsfahrt, das könnt ihr übrigens in einem anderen Video sehen, bei Tesla Owners US und auch bei mir, T&T Tesla. Wir haben mehrere Teile gedreht über das Model 3, das hier ist einfach nur eine komplette Zusammenfassung. Dort könnt ihr sehen, was wir für Erfahrungen bei der Fahrt gemacht haben. Die Lüftung war super, oder? Ja, super. Ja, wieder mal, ich muss mich wirklich zügeln. Eigentlich war ich nicht so ein großer Freund des Model 3, aber es ist wirklich ein schönes Auto und es funktioniert tatsächlich alles, wirklich. So, wir haben jetzt mal noch mal einen kleinen Rundgang gemacht und ich bin ja der Spaltmaster, wie ihr wisst, oder das hat der eine gesagt, Spaltmasser, ne? Spaltmasser. Ja, so, ich bin jetzt noch mal einmal komplett ins Auto gegangen und ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, alles gut. Alles passt. Tatsächlich. Wir haben das Gerät sogar dabei, aber ja, das wir haben es gemessen. Es ist wirklich gut. Ich habe nichts zu bemängeln. Es ist so, wie es ist. Ich zeig's euch noch mal, ob wir nun hier an der Tür lang gehen, selbst wenn es hier oben ist, an der A-Säule zum Kotflügel, hier an der B-Säule, wir haben es gemessen, es ist perfekt, auch hier, die Tür steht nicht auf, es ist alles so, wie es sein soll, hier oben genau das gleiche, Spaltmaße, so wie sie sein sollen. Ja, ich kann nicht meckern. Ich kann nicht meckern. Mache ich ja mal gerne. Aber es ist alles gut. Selbst von vorne. Hier, guckt euch das an. Ganz langsam. Alles gut. Die Chromleisten passen. Tesla hat eine Menge gelernt. Vorne die Haube passt perfekt. Spaltmaße einwandfrei nachgemessen. Hier vorne in dem Bereich etwas größer einmal rüber als in dem Bereich, sehe ich aber nicht als schlimm an, denn die Haube sitzt absolut mittig und passt. Schönes Auto, Rolf.
Ja. Fahren wir jetzt mal ein bisschen auf die Autobahn. Ja. Leider muss ich die Kamera in der Hand halten, weil ich keine GoPro mehr habe. Die ist kaputt. Und deswegen müsst ihr jetzt mal gucken, wie wir hier auf die I-10 Richtung Los Angeles fahren. Oh, jetzt scheint die Sonne. Ne? Und das hat auch Bumm. Die Kamera fliegt weg. Das kommt jetzt original bei meinem Movie mit drauf. Hä? Die Kamera wegfliegt. Ja, ne? So, wir sind immer noch online. Jetzt fahren wir hier auf die I-10. Könnt ihr das mal sehen? Aus der Sicht des Fahrers. Und die Beschleunigung ist nach wie vor Tesla-like, sensationell. Es macht immer noch Spaß, ein Elektroauto zu fahren. Jetzt mal den Ton laufen lassen, damit ihr mal hört, wie laut und leise das Auto ist. Diese Mikrofon bei meiner Kamera ist sehr empfindlich. Wir fahren jetzt 135 km/h. Und es ist sehr schön leise, oder Rolf? Ja, das finde ich auch.